Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, ich mache so, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma, Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli, thumma amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, die Brüder müssen heute auf dem Boden sitzen oder sich noch einen Stuhl schnappen, inshallah. Es sind ja bisher nur zwei da. Da haben die Schwestern Vorrang, inshallah. Und wir wollen inshallah ta'ala heute, meine lieben Geschwister, weitermachen mit der Geschichte von Nuh alayhi salam. Und wir hatten ja, alhamdulillah, jetzt schon mehrere Einheiten gehabt zu Nuh alayhi salam, haben uns mit seinen Hintergründen, mit den Hintergründen seiner Entsendung beschäftigt gehabt, warum Allah ta'ala ihn überhaupt entsandt hat. Wir haben aufgezeigt, welche Methoden er alles verwendet hat und wir fangen immer nach Maghrib an. Nach Maghrib hier. Aber wurde falsch angesagt auf dem Flyer. Kein Problem, inshallah. Wir haben uns damit beschäftigt gehabt, was er alles für Methoden angewandt hat, um sein Volk einzuladen, dass er sehr, sehr geduldig gewesen ist in dem, was er tut, um die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala zu verkünden. Und wir haben auch über die Reaktion seines Volkes gesprochen gehabt. Und letztes Mal haben wir auch extra nochmal hervorgehoben gehabt, dass nicht nur sein Volk gegen ihn war, sondern sogar seine eigene Familie. Und sein Sohn und seine Ehefrau. Und hier möchte ich noch einmal, inshallah, bevor wir übergehen zu unserem heutigen Thema, ich weiß nicht, ob wir diesen Hadith letztes Mal erwähnt hatten oder nicht diesbezüglich, etwas sehr, sehr Wichtiges erwähnen. Und zwar, manchmal ist es so, dass jemand, der versucht, den richtigen Weg zu gehen, sich sogar in seiner eigenen Familie fremd fühlt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat genau darüber gesprochen. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, Bada al-Islamu ghariba, der Islam hat fremd begonnen. Wa sayaudu ghariban kama bada. Und er wird auch wieder fremd werden, wie er einst fremd gewesen ist. Fatuba lil-ghuraba. So Tuba für die Fremden. Und mit Tuba ist hier das Paradies gemeint. Der Erfolg bei Allah Ta'ala gemeint. Fatuba lil ghuraba. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ich meine, wir hatten letztes Mal diese Ayat besprochen gehabt, wo Allah Ta'ala aufgezeigt hat, dass es Feinde in der eigenen Familie gibt, die versuchen, einen Menschen abzuhalten von Allah. Und hier nochmal dieser Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, der aufzeigt, dass man manchmal in seiner eigenen Familie fremd ist. Und man das Gefühl hat, dass alle gegen einen sind. Das kann sehr, sehr häufig passieren. Das kann sehr, sehr auch in muslimischen Familien passieren. Dass die Familie zwar den Islam vielleicht praktiziert, ein wenig, aber sehr traditionell und teilweise falsch. Und man dann versucht, bewusst den Islam zu praktizieren und man auf Unverständnis stößt. Ja, teilweise sogar auf Feindseligkeit stößt. Und die Familie bestimmte Bräuche, die dem Islam widersprechen, nicht ablegen möchte und sagt, willst du jetzt mit einem neuen Islam kommen? Obwohl das, was du tust, eindeutig richtig ist, während das, was sie tun, eindeutig falsch ist. Ich rede jetzt nicht über Meinungsverschiedenheiten, über bestimmte islamische Fragen, sondern ich rede jetzt wirklich über ganz klare Sachen, die falsch sind und die haram sind eindeutig. Und das haben wir sehr, sehr häufig. Zum Beispiel, wenn es um Hochzeiten geht. Da hast du sehr, sehr viele Familien, die darauf bestehen, dass eine Hochzeit gemacht wird, in der Dinge getan werden, die unislamisch sind. Männer und Frauen gemeinsam tanzen oder, weiß ich nicht, bestimmte Bräuche, die einfach nicht in Ordnung sind. Und die Kinder sagen dann, wir wollen das nicht, weil wir versuchen, den Islam richtig zu praktizieren und die Familien stellen sich dagegen. Es führt manchmal zu richtigen Konflikten und das ist natürlich auch sehr, sehr große Herausforderung. Und es ist nicht einfach, mit solchen Situationen umzugehen. Aber am Ende, wie gesagt, ist das etwas, was auch dazugehört und was ebenfalls eine Form von Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala ist.
Für unseren Propheten Nuh alaihi salam war das eine sehr harte Prüfung gewesen. Sein eigener Sohn, seine eigenen Ehefrauen sind gegen ihn. Und manchmal kann es auch sein, dass du als Muslim solch eine Prüfung durchmachst. Und wenn ich weiß, dass ich nicht der Einzige war und bin, der solche Prüfungen durchmacht, sondern dass die besten Menschen überhaupt auf dieser Welt Ähnliches durchgemacht haben, nämlich die Propheten selbst, dann stärkt mich das. Dann gibt mir das Kraft. Dann gibt mir das Hoffnung. Und es stärkt auch meinen Yaqin, meine Gewissheit, dass das, was ich tue, auch richtig ist. Aber Vorsicht. Hier muss man natürlich aufpassen. Es gibt einige, welche anfangen, den Islam zu praktizieren und sogar in einer praktizierenden Familie sind und welche dann aber bestimmte Meinungen entwickeln, von denen sie glauben, dass dies die einzig richtige Interpretation des Islams sei. Und deswegen in einen Konflikt mit ihren Familien geraten. Und hier muss ich sagen, ist diese Person auf der falschen Seite und begeht einen großen Fehler. Warum? Weil ich muss als Muslim, wenn ich den Islam praktiziere, auch die andere Meinung respektieren. Ja, kommt jemand beispielsweise, fängt an zu praktizieren und für ihn ist jegliche Form von Musik haram, auch sogar Nasheed ist für ihn haram mit Musikinstrumenten. Die Familie, sie praktiziert, aber sie hört Nasheed. Und dann fängt er an, die ganze Zeit mit seiner Familie zu streiten, das was haram und das geht nicht, das Munkar, weiß ich nicht was, obwohl es ganz klare Meinungsverschiedenheiten diesbezüglich gibt. Und hier wird dann ein Konflikt entfacht, der eigentlich völlig unnötig ist. Wenn du der Meinung bist, dass es haram ist, ist es deine Sache, aber respektiere auch die anderen, welche glauben, dass es nicht haram ist, solange es hier unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Interpretationen unter den Gelehrten gibt. Ja, das ist nochmal sehr, sehr wichtig. Nicht, dass wir hier verschiedene Dinge miteinander vermischen, weil ich habe das schon sehr, sehr oft auch gehört von einigen Jugendlichen, die dann neu angefangen haben zu praktizieren und dann, obwohl sie praktizierende Eltern haben und Familien haben, in einen Konflikt mit ihnen geraten sind. Oder eine Schwester möchte plötzlich von einem Tag auf den anderen, hat vorher gar nicht praktiziert, von einem Tag auf den anderen möchte sie Niqab tragen. Habt ihr bestimmt auch schon erlebt, ja? Junge Schwestern, die plötzlich Niqab tragen wollen. Und die Eltern sagen dann, wir sind dagegen. Und dann ja, und ihr praktiziert den Islam nicht und ihr habt keine Ahnung vom Islam und ihr wisst überhaupt nicht, dass es eine Pflicht ist. Obwohl es überhaupt keine Pflicht ist, weil es da Meinungsverschiedenheit, ganz klare Meinungsverschiedenheit, und die Mehrheit der Gelehrten der Ansicht ist, dass es keine Pflicht ist. Ja, und nicht nur das, sondern es kann sein, dass wenn du den Niqab trägst hier in dieser Gesellschaft, dass du erst recht einer gewaltigen Fitna ausgesetzt wirst. Und dass du das überhaupt nicht tragen kannst als junges Mädchen und dann erst recht Gefahr läufst, mit allem aufzuhören. Und da sehen wir, subhanallah, man muss natürlich immer unterscheiden. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, und vielleicht muss man mal wirklich auch so einen Vortrag machen zu solchen Themen. Ja, wie geht man eigentlich mit solchen Konfliktsituationen um? Ja, und das ist nochmal ein Thema für sich selbst. Ja, aber viele dieser Leute, die das machen, dieser Jugendliche, denken, sie sind auf dem richtigen Weg. Denken, sie verteidigen nur die Wahrheit, obwohl das überhaupt nicht die Wahrheit ist. Nur eine Interpretation der Wahrheit, nicht mehr und nicht weniger. Und es auch andere Interpretationen gibt. Ja, das wollte ich nur hinzugefügt haben, nicht, dass das falsch verstanden wird und jemand dann denkt, okay, ja, jetzt muss ich alles zu Hause verändern, alles, was meine Eltern bisher gemacht haben, ist falsch und ich bin der Einzige, der den Islam richtig praktiziert und der den Islam richtig versteht. Das hat mit Fremdheit überhaupt nichts zu tun. Es geht hier wirklich um eindeutige Dinge. Haqq und Batil. Das ist eine eindeutige Sünde, die begangen wird. Und ich möchte das nicht machen. Ja, meine Eltern haben einen Shop, wo sie Alkohol verkaufen. Sie verlangen von mir, dass ich da ebenfalls arbeite. Es gibt viele, häufig solche Situationen, subhanallah. Ja, und ich sage, ich möchte das nicht machen, Baba, weil ja, ich keinen Alkohol verkaufen kann. Ja, das ist Haqq und Batil. Ja, und da kann man dann natürlich auf Feindseligkeit stoßen. Oder, weiß ich nicht, meine Eltern rauchen, ja, und sagen, geh mal runter und kauf mir Zigaretten. Und ich sage, Baba, das kann ich nicht machen, weil ich das als etwas ansehe, was haram ist. Ja, und was dann zu einer Konfliktsituation führen kann, weil ich das nicht ausführen möchte, weil ich überzeugt bin, dass Zigarettenrauchen haram ist. Und ich nicht meinen Eltern etwas kaufen möchte, was haram ist, wo ich weiß, dass sie etwas begehen, was haram ist. Das kann zu Konflikten führen. Ja, und da muss man natürlich schauen, wie man damit umgeht. Ja, aber grundsätzlich kann das dazu führen, dass man dann zu einem Rarib wird, zu einem Fremden wird in der eigenen Familie. Nuh alayhi salam, er hat jetzt, wie wir es letzte Mal gesagt hatten, Dua gemacht gegen sein Volk. Und wir haben auch die Ayat besprochen gehabt in Surat Nuh, dass er Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten hat, dass keiner der Ungläubigen mehr auf der Erde leben soll, nachdem
Allah subhanahu wa ta'ala ihm gezeigt hat, dass keiner mehr glauben wird von seinem Volk. أَنَّهُ لَيُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. Keiner wird mehr den Glauben annehmen von einem Volk, außer diejenigen, die ohnehin schon den Glauben angenommen haben. Und daraufhin hat Nuh alayhi salam dieses Dua gemacht. Und jetzt gibt es eine Wende in der gesamten Geschichte. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, er verlangt von Nuh alayhi salam, dass er anfangen soll, ein Schiff zu bauen. Ein Schiff. Was nochmal eine weitere Prüfung für Nuh alayhi salam und die Gläubigen gewesen ist. Warum? Weil die Leute in seinem Volk nun letztendlich oder endgültig geglaubt haben, dass Nuh alayhi salam total durchgedreht ist und total verrückt ist. Fängt an, ein Schiff zu bauen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er verlangt es ganz konkret von ihm, nachdem, ganz wichtig, nachdem er ihm offenbart hat, es wird keiner mehr den Glauben annehmen. In Surat Hud heißt es wie folgt. In Vers Nummer 35. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Vers Nummer 36 ist es, entschuldigt. Und Nuh wurde als Offenbarung eingegeben. Niemand aus deinem Volk wird glauben, außer denen, die bereits geglaubt haben. So sei nicht bekümmert dessen, was sie getan haben. Und jetzt kommt die göttliche Anweisung, dass er ein Schiff, eine Arche, die Arche Noah auf Deutsch, dass er eine Arche, ein Schiff bauen soll. Allah Ta'ala, er sagt zu ihm, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Allahu Akbar. Und verfertige das Schiff vor unseren Augen und nach unserer Eingebung. Diese Ayah, die wird uns noch beschäftigen, weil die ist sehr, sehr wichtig. Und dann, وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. Und sprich mich nicht an zugunsten derer, die Unrecht getan haben. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Sie werden ertränkt werden. Diese Ayah ist eine unglaublich wichtige Ayah, aus der wir sehr viele Informationen nehmen können, in Bezug auf die Geschichte von Nuh alayhi salam. Und zwar kommen wir erstmal zum zweiten Teil dieser Ayah, wo Allah Ta'ala zu Nuh alayhi salam sagt, und sprich mich nicht an zugunsten derer, die Unrecht getan haben. Sie werden ertränkt werden. Warum sagt Allah Ta'ala dies zu Nuh alayhi salam? Er sagt es zu ihm, weil er weiß, dass Nuh alayhi salam, obwohl er weiß, dass keiner mehr den Glauben annehmen möchte, trotz alledem immer noch in irgendeiner Weise Hoffnung hatte, dass sie glauben könnten. Und obwohl er sogar Dua gemacht hat, oder später, wir wissen nicht genau die Abfolge, aber er dann Dua gemacht hat gegen sie, trotz alledem in seinem Herzen noch eine gewisse Güte und Barmherzigkeit gegenüber seinem Volk verspürt hat. Er wollte sie trotzdem retten. Er wollte nicht, dass sie vernichtet werden. Er wollte sie trotzdem retten und er wollte eigentlich nicht, dass sie vernichtet werden. Wir wissen jetzt nicht genau die zeitliche Abfolge, wann Nuh alayhi salam das Dua gemacht hat. Ich gehe davon aus, wallahu a'lam, dass dieses Dua dann erst später kam, nachdem sie ihn noch mehr verspottet haben und dass er gesehen hat, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht, mit ihnen zu diskutieren. Und dass er vielleicht am Anfang, als er dann offenbart bekommen hat, dass keiner mehr von ihnen glauben wird, noch versucht hat, mit Allah subhanahu wa ta'ala über sie zu reden und zu diskutieren und ein Wort für sie einzulegen und Fürsprache für sie zu machen. Und das lehrt uns etwas sehr, sehr Wichtiges, dass die Propheten grundsätzlich erst einmal immer nur das Beste für ihre Völker wollten. Und das ist eine Einstellung, die ein jeder Muslim haben sollte. Und zwar, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass die Menschen zum Guten geführt werden. Ich wünsche mir nicht, dass irgendjemand vernichtet wird, dass irgendjemand zerstört wird, sondern ich wünsche mir, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen zum Paradies führt und zum Paradies leitet. Das ist mein tiefster Wunsch.
Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er hat Nuh alayhi salam verboten, ein Wort für sie einzulegen. Ist jetzt der Mensch barmherziger als Allah? Wie kann das denn sein? Ich meine, wie kann das sein, dass Propheten wie Nuh, auch Ibrahim, wir kommen auf die Geschichte noch ausführlich zu sprechen, aber als Allah ta'ala bestimmt hat, dass das Volk von Lut vernichtet werden soll. Das war ja genau in der Zeit von Ibrahim gewesen. Und Lut war ja ein Anhänger von Ibrahim. Obwohl er selbst Prophet war, war er ein Anhänger Ibrahims gewesen. Und wie kann es sein, dass als die drei Engel in Gestalt von Männern zu Ibrahim a.s. kamen und mit ihm dann oder ihm dann erzählten, dass sie zu dem Volk von Nuh, von Lut geschickt wurden, um es zu vernichten. Was hat Ibrahim a.s. gemacht? Er hat angefangen, mit den Engeln zu diskutieren. Und er hat versucht, die Engel abzuhalten davon, dass sie das Volk von Lut, also die beiden Städte Sodom und Gomorra, vernichten. Er wollte es nicht. Er wollte ihnen eine Chance geben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht dann über Ibrahim und er sagt dann über seine Eigenschaften in der Ibrahima, ja, da muss ich jetzt auch genau haben. Genau. Inna Ibrahim la awwahun halim. Ibrahim, das ist seine Eigenschaft, er ist jemand gewesen, der weichherzig und nachsichtig gewesen ist. Er wollte das Beste für die Menschen. Er wollte das Beste für sein Volk. Aber die Engel haben gesagt, du kannst diskutieren, wie du möchtest. Die Bestimmung Allahs ist gefallen. Ist jetzt ein Mensch barmherziger als Allah? Das ist eine sehr wichtige Frage, weil diese Frage stellen wir uns häufig. Weil manche sagen, ja, also ich habe mal mit jemandem auch darüber gesprochen. Er meinte, also egal was mein Sohn oder meine Tochter machen würde, ich würde ihr immer verzeihen. Wie kann es dann sein, dass Gott nicht verzeiht? Und hier müssen wir eines verstehen. Allah Ta'ala, er hat nicht nur die Eigenschaft der Barmherzigkeit, sondern er hat viele Eigenschaften. Und zu den Eigenschaften Allahs gehört auch was? Die Eigenschaft der Gerechtigkeit. Die Eigenschaft der Gerechtigkeit. Stellt euch mal vor, die Welt würde genau so funktionieren, wie es die Mütter wollen gegenüber ihren Kindern. Eine Mutter könnte ihrem Kind alles verzeihen, selbst wenn es ein Massenmörder wäre, oder? Könnte ihm verzeihen. Am Ende ist es ihr Kind. Ja, und würde trotzdem sich um ihr Kind kümmern. Ja, vielleicht im Gefängnis besuchen, etc. Versuchen sogar, es zu retten, ja, vor der gerechten Strafe. Nicht alle Mütter sind so, ja, aber viele Mütter würden wahrscheinlich so handeln. Vielleicht auch einige Väter. Diese Barmherzigkeit, ist es eine gute Barmherzigkeit oder eine schlechte Barmherzigkeit? Was würdet ihr sagen? Gut oder schlecht? Nein, weil sie gegen die genau. Gerechtigkeit ist. Genau, es ist eine verständliche Barmherzigkeit, das ist die Mutter. Ja, aber es ist keine gerechte Barmherzigkeit. Weil wir alle als Außenstehende würden sagen, er muss bestraft werden, oder? Die gerechte Strafe für einen Mörder ist was? Dass er ins Gefängnis kommt, mindestens ins Gefängnis kommt. Das ist die gerechte Strafe. Und dass seine Mutter jetzt Trauer empfindet und barmherzig ist und am liebsten ihn aus dem Gefängnis heraushaben möchte, schön und gut für sie. Aber am Ende, ja, ist die Gerechtigkeit hier in diesem Fall wichtiger als die Barmherzigkeit der Mutter. Wenn Allah Ta'alas Barmherzigkeit so wäre wie die Barmherzigkeit einer Mutter, dann würde es keine Gerechtigkeit geben können. Und dann würde die vielen Menschen, denen Unrecht geschieht auf dieser Welt, würden einfach so von dieser Dunya gehen und niemals ihr Recht zurückbekommen. Niemals. Weder in der Dunya noch im Akhirah. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist barmherzig. Und seine Barmherzigkeit, wie es der Prophet auch beschrieben hat, ist wie die einer Mutter. Sogar noch stärker. Nur diese Barmherzigkeit ist gebunden an andere Eigenschaften, wie die Eigenschaft der Gerechtigkeit. Und deswegen, subhanallah, Allah ta'ala hat ihm gesagt, guck mal, du kannst so lange diskutieren, wie du möchtest. Es gibt keine Rückkehr mehr. Es
ist vorbei. Sie wollten nicht und sie müssen jetzt die Konsequenzen tragen. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala Nuh alayhi salam verboten, irgendein Wort für sie einzulegen. Obwohl er wusste, dass sie ertränkt werden. Und jetzt fängt Nuh alayhi salam an, die Arche, dieses Schiff zu bauen. Jetzt könnte man sagen, wie soll ein einzelner Mann jetzt ein Schiff bauen, der noch nie vorher ein Schiff gebaut hat? Ich meine, Nuh alayhi salam ist zwar Tischler gewesen, aber ein Tischler kann noch lange kein Schiff bauen. Und hier kommen wir zu diesem ersten Teil der Ayah, der genau darauf eine Antwort gibt. Nämlich Allah Ta'ala, er sagt, وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. MashaAllah, die Kinder, die freuen sich endlich Schuss zu haben. Salam, heute mal ohne Stühle, Brüder. Ich weiß nicht, wo die Stühle hin sind, keine Ahnung. Ich glaube, die benutzen die unten. وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. Und verfertige das Schiff vor unseren Augen und nach unserer Eingebung. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Weil viele fragen, wie kann das sein, dass er so ein Riesenschiff errichtet? Allah subhanahu wa ta'ala, er hat ihn dabei betreut. Und Allah ta'ala, er hat ihm ganz genau aufgezeigt, wie er es zu errichten hat. Sodass er eine ganz klare Anleitung hatte. Und Nuh alayhi salam, er hat genau das umgesetzt, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt hat. Obwohl er es vielleicht erstmal nicht wirklich verstanden hat und auch die Gläubigen vielleicht nicht sofort verstanden haben und selbst von sich nicht hätte vorstellen können, dass er selbst mit den Gläubigen unter diesen Umständen ein so riesiges Schiff, wahrscheinlich zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, solch ein riesiges Schiff erbauen kann. Aber er begann damit und er vertraute auf Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَصْنَعُ الْفُلْكُ. Und er verfertigte das Schiff oder er fing an, es zu verfertigen. Und wie lange hat das gedauert, dieses Schiff dann auch fertigzustellen? Also es gibt hier sehr, sehr unterschiedliche Angaben, wie lange das wirklich gedauert hat. Von 40 Jahren bis 100 Jahren. Teilweise wurde auch gesagt, dass er erstmal 40 Jahre lang die Bäume hat anbauen lassen und dann hat es nochmal mehrere Jahrzehnte gedauert, bis er es errichtet hat. All das sind Überlieferungen, die nicht ganz gesichert sind. Wir wissen es einfach nicht. Aber wir müssen davon ausgehen, dass es sehr lange gedauert hat. In einigen Überlieferungen heißt es sogar, es soll 400 Jahre gedauert haben, bis er das Schiff fertiggestellt hat. Unabhängig von dieser Zahl 400, ich meine, wir wissen ja, er ist 950 Jahre unter seinem Volk geblieben. Unabhängig von dieser Zahl 400. Wichtig ist, dieses Schiff, es wurde wirklich von Nuh alayhi salam gemeinsam mit den Gläubigen errichtet. Und es hat eine lange Zeit gebraucht. Es war nicht wie ein Wunder plötzlich da gewesen, sondern sie mussten sich anstrengen. Sie mussten sich bemühen und haben dabei auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut. Und hier nochmal etwas sehr, sehr Wichtiges. Und zwar, das wahre Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala, es besteht darin, dass ich all das nutze, was mir Allah ta'ala zur Verfügung gestellt hat und dann darauf vertraue, dass Allah subhanahu wa ta'ala an meiner Seite steht. Das ist das wahre Vertrauen in Allah ta'ala. Das nennt man Tawakkul. Wie nennt man es, wenn man einfach nur vertraut, ohne jedoch etwas zu tun? Wie nennt man das? Tawakkul, sehr, sehr gut. Das ist eine Form von Tawakkul. Ich tue so, als würde ich vertrauen. Aber ich vertraue nicht richtig. Es gibt ja diese schöne Überlieferung von Omar ibn Khattab, die wir schon oft erwähnt hatten, dass er in die Moschee kam und sah, wie Jugendliche in der Moschee saßen und er sie fragte, was sitzt ihr hier herum? Und sie antworteten, wir vertrauen auf Allah. Woraufhin er sagt, habt ihr jemals erlebt, dass der Himmel Gold oder Silber regnet? Steht auf, geht arbeiten und dann vertraut auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das wahre Vertrauen in Allah. Wenn ich also etwas verändern möchte in meinem Leben, dann reicht es nicht aus, einfach Dua zu machen und zu sagen, ja Allah, hilf mir dabei und ich tue nichts und verändere nichts an meinem Leben, sondern ich muss zunächst erst einmal all die Mittel nutzen, welche Allah ta'ala mir zur Verfügung gestellt hat
Und dann darauf vertrauen, dass Allah Ta'ala mir hilft und mich zum Ergebnis führt. Genauso wie hier mit dem Errichten der Arche. Sie haben Jahrzehnte gebraucht, wenn nicht sogar Jahrhunderte. Die Zahlen sind, wie gesagt, erstmal irrelevant, weil sie sind ohnehin nicht gesichert. Es hat Jahrzehnte oder Jahrhunderte gedauert, bis sie diese Arche dann errichtet haben. Aber sie hatten dieses Vertrauen in Allah. Sie wussten, Allah Ta'ala hat es von ihnen verlangt. Und haben sich dann an die Arbeit gemacht und haben nicht aufgegeben, bis sie diese Arche vollständig errichtet haben. Unglaublich. Was für ein Sabr. Was für eine Standhaftigkeit. Was für eine Azime, eine Entschlossenheit. Solch ein gewaltiges Projekt auch wirklich umzusetzen und nicht aufzugeben. Wenn also Allah Ta'ala von mir etwas verlangt, auch wenn ich vielleicht mir nicht vorstellen kann, dass ich irgendwann einmal wirklich das Ergebnis auch sehe, dann gehe ich die Sache an und setze mein gesamtes Vertrauen in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und ich gebe nicht auf, sondern ich bleibe standhaft. Und sie haben nicht einfach das Schiff errichten können, abgeschirmt von dem Rest des Volkes. Nein. Der Rest des Volkes hat das mitbekommen. Und deswegen berichtet Allah Ta'ala jetzt ebenfalls in derselben Sura, in Surat Hud, وَيَصْنَعُ الْفُلْكِ. Und er verfertigte das Schiff. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. Und jedes Mal, wenn eine führende Schar aus seinem Volk an ihm vorbeikam, sie über ihn spotteten. Also es war noch einmal mit einer Erschwernis verbunden. Sie machen etwas und werden dabei verspottet. Die Menschen machen sich darüber lustig. Guck mal, was der macht. Der ist völlig durchgedreht. Der ist verrückt. Aber Nuh alayhi salam, er hat dann geantwortet und sagte: "Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun." Er sagte, wenn ihr über uns spottet, werden auch wir über euch spotten, nämlich später. So wie ihr jetzt über uns spottet. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Dann werdet ihr noch erfahren, über wen eine Strafe kommen, die ihn in Schande stürzt und über wen eine beständige Strafe hereinbrechen wird. Und das ist auch nochmal etwas sehr Wichtiges für uns, für unseren Alltag. Und zwar, wenn du von einer Sache überzeugt bist, dass sie richtig ist, dann wirst du immer merken, dass es Menschen gibt, die sich versuchen, davon abzuhalten. Es wird auch immer Menschen geben, die sich vielleicht lustig machen oder sagen, das schaffst du so und so nicht. Wenn du überzeugt bist von deinem Weg, dann geh diesen Weg. Weil am Ende wirst du derjenige sein, der erfolgreich sein wird. Und die anderen, die ganze Zeit dich belächelt haben und sich darüber lustig gemacht haben, sie werden dann auf dich heraufschauen und sagen, krass, ja, damit hätte ich nicht gerechnet. Und das ist immer so mit erfolgreichen Menschen, subhanallah. Sie werden häufig belächelt und es gibt immer wieder Hindernisse auf ihrem Weg. Aber das alles darf dich niemals abhalten von deinem Weg, solange du von deinem Weg überzeugt bist. Und solange dieser Weg auch der richtige Weg ist. Geh diesen Weg und vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala und sei dir sicher, am Ende wirst du insha'Allah ta'ala auch Erfolg haben. Es gab noch nie einen Weg des Erfolges, der nicht steinig gewesen ist. Es gab noch nie einen Weg des Erfolges, der nicht mit Hindernissen versehen war. Wenn du etwas erreichen möchtest, dann musst du auch bereit sein, diesen steinigen Weg zu gehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt den Weg der Religion, indem er nämlich sagt, فَلَقَدْ تَحَمَ الْعَقَبَ. Und er ist nicht bereit gewesen, den holprigen Weg, den Weg mit einem Hindernis zu gehen. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ. Und was lässt sich wissen, was die Aqaba ist? Diese Hürde ist فَكُّ رَقَبَ. Nämlich, dass ich eine Sklavin befreie. أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَ. Oder dass ich einem Bedürftigen speise oder eine Waise, die mit mir verwandt ist, speise. Ja, wenn das der richtige Weg ist, dann gehe ich diesen Weg, auch wenn dieser Weg holprig ist, auch wenn dieser Weg schwierig ist und mit Hindernissen versehen ist, ich gehe trotz alledem diesen Weg. Gut. Und sie haben jetzt dieses Schiff gebaut. Wie sah dieses Schiff aus? Es gibt jetzt hier unterschiedliche Berichte. All das sind ebenfalls Israeliyat. Das stützt sich wahrscheinlich auf irgendwelche Berichte aus dem Alten Testament. Aber ich möchte es trotz alledem einfach mal hier, insha'Allah ta'ala, vorstellen, was es da für Berichte gibt. Und zwar wird Abdullah ibn Abbas zugeschrieben,
dass diese Arche 1200 Ellen lang und 600 Ellen breit war. Das heißt, 640 mal 32 Meter groß war. Oder es gibt auch einige andere Quellen, wo es heißt, dass sie 160 mal 26 mal 16 Meter groß gewesen ist. Ja, dass man einfach ungefähr eine Vorstellung hat. Ja? Aber am Ende weiß es nur Allah subhanahu wa ta'ala, wie groß die Arche wirklich gewesen ist. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala, oder nachdem Nuh alayhi salam jetzt diese Arche vollständig errichtet hat mit den Gläubigen, verlangt Allah subhanahu wa ta'ala von ihm Folgendes. Und zwar, er verlangt von ihm, dass er von jeder Art ein Paar mit in die Arche aufnehmen soll. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in ungefährer Bedeutung, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتَ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ. So ging es, bis unser Befehl kam. Und der Ofen brodelte, darauf kommen wir gleich zu sprechen, was damit gemeint ist. Wir sagten, also Allah Ta'ala, er sagte zu Nuh alayhi salam, lade darin von jeder Art zwei, ein Paar und deine Angehörigen außer demjenigen, gegen den das Wort vorher ergangen ist und diejenigen, die glauben. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Mit ihm glaubten aber nur wenige. Wer durfte also jetzt das Schiff betreten, die Arche betreten? Einmal die Gläubigen. Und Allah Ta'ala, er sagt, es sind nicht viele gewesen. Die Berichte zeigen uns, dass ungefähr 80 Leute gewesen sind. Manche sprechen von noch weniger, welche dann mit auf das Schiff genommen werden sollten. Und dann verlangt Allah subhanahu wa ta'ala von Nuh alayhi salam, dass er von jeder Art, also von den Tieren, ebenfalls ein Paar mit auf die, also ein männliches und ein weibliches Paar, mit auf das Schiff nehmen sollte. Sind das jetzt alle Tiere gewesen? Allahu a'lam. Wir wissen es nicht. Sind das nur die Tiere gewesen, ja, die in der Region von Nuh alayhi salam gelebt haben? Allahu a'lam, wir wissen es nicht. Weil wir werden uns nämlich gleich eine wichtige Frage stellen. Die Sintflut, die daraufhin begonnen hat, hat sie die gesamte Welt betroffen? Oder hat sie nur eine bestimmte Region betroffen? Und hier können wir ganz klar sagen, wir wissen es nicht. Der Koran, er lässt es offen. Beides ist möglich. Es kann sein, dass die gesamte Welt betroffen gewesen war. Dann müssen wir uns aber eine Frage stellen. Und zwar gab es zu dieser Zeit noch andere Völker als das Volk von Nuh alayhi salam. Weil sonst wäre es ja ungerecht von Allah subhanahu wa ta'ala, alle Menschen zu vernichten. Auch jene Menschen, zu denen kein Prophet gekommen ist. Wo doch Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Und wir werden nicht eher bestrafen, bis wir nicht einen Gesandten gesandt haben. Oder war es wirklich nur das Volk von Nuh und die Region von dem Volk von Nuh, sodass dann dementsprechend nur die Tiere mit in die Arche aufgenommen werden mussten, welche auch in dieser Region gelebt haben? Wir wissen es nicht genau. Allah subhanahu wa ta'ala, er lässt diese Details offen. Und das ist eigentlich auch überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist zunächst erst einmal die Lehren, welche wir daraus ziehen können. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, er hat Nuh alayhi salam jetzt aufgezeigt, wer überhaupt mit in die Arche aufgenommen werden darf. Und es durften auch wirklich nur diejenigen mit auf das Schiff kommen, welche Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt hat von den Gläubigen. All diejenigen, welche nicht gläubig gewesen sind, selbst die eigenen Familienangehörigen, sie sind nicht mit auf das Schiff gekommen. Das heißt, die Frau von Nuh alayhi salam, sie gehörte zu denjenigen, welche ertrinken sollten. Der Sohn von Nuh alayhi salam, er gehörte zu denjenigen, die ertrinken sollten. Und am Ende waren es einige wenige gewesen, welche mit auf die Arche von Nuh alayhi salam durften. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt jetzt, so ging es, bis nun unser Befehl kam und der Ofen brodelte. Und der Ofen brodelte. Was ist damit gemeint? Tanur. Ein Tanur, ich weiß nicht, kennt ihr das, glaube ich, auch, wird heute teilweise immer noch benutzt in einigen Lahajat, in einigen arabischen Dialekten, ist eine Art Ofen. Und zwar ein Ofen nicht im Haus, sondern ein Ofen außerhalb des Hauses, wo man Brot mitbackt.
Was ist damit gemeint, Hufar al-Tanur? Der Ofen zum Überlauf gebracht wurde. Oder der Ofen brodelte. Weil Fahre, ja, kommt von sozusagen brodeln, dass das Wasser anfängt zu brodeln. Was ist damit gemeint? Und zwar kann damit gemeint sein, dass das Wasser so aus der Erde gesprudelt kam, genauso, als würde siedendes Wasser kochen. Oder es kann auch wirklich damit gemeint sein, ja, dass einfach, man sagt, die Oberfläche der Erde kochte über. Die Oberfläche der Erde kochte über und dass einfach das Wasser überall aus der Erde hervorgesprudelt kam. Und somit die gesamte Welt oder der Ort, an dem Nuh alayhi salam und seinem Volk gelebt haben, mit dem Wasser überschwemmt wurde. Gemeint ist also, dass das Wasser plötzlich aus der Erde kam. Und so ist es auch mit der Strafe Allahs subhanahu wa ta'ala. Wenn die Strafe Allahs eintritt, dann tritt sie plötzlich ein. Und das muss ich verstehen. Es gibt keine Ankündigung vorher, es gibt keine Warnung. Die Menschen gehen ihrem Alltag nach und plötzlich kommt eine Strafe. Sie wurden lange genug gewarnt. Ich meine, sie hatten Jahrzehnte und Jahrhunderte Zeit, um auf Nuh alayhi salam zu hören, um seinen Weg zu befolgen. Und sie haben ihn nur verspottet. Und dementsprechend, als die Strafe dann eintreffen sollte, da traf sie plötzlich ein. Und das ist eine Sache, die ich verstehen muss. Auch für mich als Muslim, als Mensch in meinem Alltag. Es gibt Menschen, die sündigen. Und sie glauben, niemand könnte ihnen etwas tun. Und sie werden immer übermütiger. Und plötzlich, in dem Moment, wo sie es überhaupt nicht erwarten, kommt dann die Strafe. Und sie sind völlig unvorbereitet. Und das ist das Gefährliche. Und davor muss ich mich in Acht nehmen als Muslim. Das ist genauso auch mit dem Tod. Ich meine, der Tod ist an sich keine Strafe in dem Sinne. Aber der Tod bedeutet das Ende meines Lebens. Und wenn mein Leben endet, dann kommt es darauf an, wie ich mein Leben abgeschlossen habe. Und wenn der Tod plötzlich eintritt und ich bin völlig unvorbereitet, dann habe ich ein Problem. Warum? Weil ich gehe von dieser Dunya und ich bin nicht wirklich vorbereitet auf das, was nach meinem Tod kommen wird. Und das nennt man Mautul Fajr, der plötzliche Tod. Der Todesengel, er kommt nicht und klopft vorher an, sondern der Todesengel, er führt einfach den Befehl Allahs aus. Wenn dein Zeitpunkt gekommen ist und du weißt nicht, wann dein Zeitpunkt ist, dann kommt der Todesengel, ohne Erbarmen zu haben, ohne dass es ihm leid tut, und zieht deine Seele aus dem Körper. Du kannst jung sein, du kannst alt sein, du kannst gerade im Zustand der Sünde sein, du kannst aber auch gerade im Gebet sein. Dem Todesengel ist das völlig egal. Er führt einfach nur den Befehl Allahs aus. Und wie oft haben wir das erlebt, subhanallah, dass Jugendliche einfach so plötzlich von uns gegangen sind? Wie oft haben wir das erlebt? Wie oft waren wir auf einer Janaze gewesen, wo ein 20-Jähriger, ein 22-Jähriger, eine 16-Jährige zu ihrem Schöpfer zurückgekehrt ist? Und meint ihr, dass diese Leute nicht in irgendeiner Weise auch Träume hatten und sich etwas vorgenommen hatten und dachten, sie würden noch heiraten und sie würden noch Kinder bekommen und dann irgendwann mal Eltern werden, dann auch Großeltern werden und sie haben noch vorgehabt, das und jenes zu tun? Ja, genauso wie jeder einzelne von uns, der Wünsche hat. Aber wenn der Todesengel kommt, dann kommt er. Plötzlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass man vorbereitet ist. Vorbereitet auf diesen Moment. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagt er? Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. Gedenkt häufig des Zerstörers, der Gelüste des Todes. Warum? Weil dann bin ich vorbereitet. Nicht, dass ich die ganze Zeit Angst haben sollte vor dem Tod. Ich brauche keine Angst vor dem Tod zu haben. Der Tod ist ein Teil unseres Lebens. Der Tod ist ein, keiner von uns liebt den Tod, aber der Tod ist ein Teil unseres Lebens. Es geht nur darum, dass ich vorbereitet bin. Das ist alles. Es geht nur darum, dass ich vorbereitet bin, dass ich ein bewusstes Leben führe, dass ich im Grunde genommen jeden Tag so lebe, sodass ich zu Allah Ta'ala in jedem Moment zurückkehren wird. Das ist das, worum es geht. Und wie gesagt, subhanallah, ja, Fahre Tanur, plötzlich, wie ein Vulkanausbruch, kommt das Wasser aus der Erde gesprudelt. Man denkt, man kann sich noch retten, aber es ist alles zu schnell. Wenn es einen Vulkanausbruch gibt oder ein Erdbeben gibt, was passiert mit den Menschen? Sie sind völlig überrascht. Selbst heutzutage noch, wenn es zu Vulkanausbrüchen kommt,
Die Leute sind völlig überrascht. Sie schaffen es teilweise nicht mehr, sich zu retten, obwohl wir heute diese Technologie haben. Wir können heutzutage, obwohl wir so viele Geräte haben, Messgeräte haben, mit denen man auch Erdbeben voraussagen kann, nie zu 100% sagen, wann ein Erdbeben ist. Wenn es kommt, dann kommt es. Und dann sind die Menschen meistens unvorbereitet. Und genauso war es auch mit Nuh alayhi salam gewesen. Sie haben sich lustig gemacht. Und dann kam es plötzlich. Und sie konnten sich nicht mehr retten. Und subhanallah, jetzt kommt es, während das Wasser steigt. Und Allah Ta'ala beschreibt es in Surat Hud in einer sehr, sehr schönen Art und Weise, die uns aufzeigt, wie gewaltig diese Sintflut gewesen sein muss. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt dann zu Nuh alayhi salam, وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجَرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Und er sagte, steigt hinein, im Namen Allahs erfolgte seine Fahrt und seine Landung. Mein Herr ist fürwahr allvergebend und barmherzig. Und dann, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ, jetzt hört man zu, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. Allahu Akbar. Es fuhr mit ihnen dahin, inmitten von Wogen wie Berge. Waren regelrechte Tsunamis gewesen. Kann man sich kaum vorstellen, wie schnell das Wasser bei der Sintflut gestiegen sein muss, sodass sich die Menschen nicht mehr retten konnten und dass es Wellen und Wogen gab, so riesig wie die Berge. Monsterwellen. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. Es fuhr mit ihnen dahin, inmitten von Wogen wie Berge. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Nuh rief seinem Sohn zu, der sich abseits hielt, der Sohn, der nicht glauben wollte. Von seinen vier Söhnen gab es einen, der nicht glauben wollte. Oh, mein lieber Sohn, steig mit uns ein und sei nicht mit den Ungläubigen. Er ist in diesem Moment schwach geworden, subhanallah. Hat nicht Allah zuvor gesagt, er darf nicht über sie reden? Er darf kein Wort einlegen und subhanallah, er ist schwach geworden. Er sieht seinen Sohn, wie er ins Verderben stürzt. Sein Sohn denkt, ah, ich kann mich schon irgendwie retten. Und Allah Ta'ala sagt, قَالَ سَأَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ. Er sagte, ich werde auf einem Berg Zuflucht suchen, der mich vor dem Wasser schützt. Ich dachte, er kann sich schützen. Das ist Zufall. Werde ich schon überleben? Woraufhin dann gesagt wurde, entweder Nuh oder ein Engel, er sagte, قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمٍ. Er sagte, es gibt heute nichts, das vor dem Befehl Allahs schützen könnte, außer für den, dessen er sich erbarmt. Subhanallah, und jetzt kommt dieser unglaubliche Moment, wo der Vater seinen Sohn aus den Augen verliert, durch eine einzige Welle. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Die Wogen trennten sie beide und so gehörte er zu denjenigen, die ertränkt wurden. Der Vater hat mit eigenen Augen ansehen müssen, wie sein Sohn in der Sintflut ertrinkt. Was für eine Prüfung von Allah. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor, subhanallah, wie Allah Ta'ala diesen Menschen geprüft haben muss. Sein eigener Sohn vor seinen Augen ertrinkt. Und das Schlimmste ist nicht mal, dass er ertrinkt, sondern das Schlimmste ist, dass er weiß, dass er zu den Hölleninsassen gehört. Das ist noch viel schlimmer. Aber das ist die Prüfung. Das ist die Prüfung. Und so prüft Allah Ta'ala die Propheten. Und das zeigt uns, warum Nuh alayhi salam zu den Ulil Azm, zu diesen ganz entschlossenen und besonderen Propheten gehört hat. Weil Allah Ta'ala ihn über so lange Zeit geprüft hat. So viele Jahrhunderte, so mit seiner eigenen Familie, mit seinem eigenen Volk. Er mit eigenen Augen ansehen musste, wie sein Sohn vor ihm in den Wellen ertrinkt. Und Nuh alayhi salam ist schwach geworden. Nuh alayhi salam ist schwach geworden. Er versucht irgendwie noch, Allah zu bitten, seinen Sohn doch aufzunehmen in seiner Barmherzigkeit. Und ich lasse jetzt einfach mal einen Ayah aus. Und nachdem das Wasser wieder in der Erde verschwunden ist, ruft Nuh alayhi salam Allah Ta'ala. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. Und Nuh rief zu seinem Herrn. Er sagte, mein Herr, mein Sohn gehört zu meinen Angehörigen.
und dein Versprechen ist die Wahrheit und du bist der Weiseste derer, die richten. Also er versucht ein Wort für seinen Sohn einzulegen, nachdem er ertrunken ist. Was ist die Antwort von Allah? Die Antwort klingt hart, aber das ist die Wahrheit. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. Er sagte, O Nur, er gehört nicht zu deinen Angehörigen. In der Dunya ja, aber nicht mehr in der Akhira. Khalas, ist vorbei. Deine Angehörigen sind deine Geschwister. Am jüngsten Tag spielt die Blutsverwandtschaft keine Rolle mehr. Am jüngsten Tag geht es nur noch um was? Um die Iman-Verwandtschaft. Meine wahre Familie wird die sein, die mit mir im Paradies ist. Es hört sich hart an, aber das ist so, subhanallah. Qala Nuh, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Er sagte, O Nuh, er gehört nicht zu deinen Angehörigen. Innahu amalun ghayru salih. Es ist eine Tat, die nicht rechtschaffen ist. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. So bitte mich nicht um etwas, wovon du kein Wissen hast. Inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Ich ermahne dich, nicht zu den Toren zu gehören. Schaut mal, wie Allah Ta'ala Nuh alayhi salam hier ermahnt. Zeig ihm ganz klar auf, nein, er gehört nicht zu deinen Angehörigen. Deine Angehörigen, deine wahren Angehörigen sind deine Geschwister, die mit dir glauben. Heißt das, dass es am jüngsten Tag keine Verwandtschaftsbande mehr geben wird? Doch, gibt es auch, natürlich. Aber das, was stärker ist als die Verwandtschaftsbande am jüngsten Tag, ist, was ist der Iman? Wenn jemand keinen Iman hat, dann wird er trotzdem nicht das Paradies betreten können. Selbst wenn du im Paradies sein solltest. Weil nämlich diese Bindung des Imans am jüngsten Tag stärker ist als die Bindung der Familienbande. Und Nuh alayhi salam, er bereute das, was er getan hat. Und er sagte, قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ. Er sagte, mein Herr, ich suche Schutz bei dir davor, dass ich dich um etwas bitte, wovon ich kein Wissen habe. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wenn du mir nicht vergibst und dich meine nicht erbarmst, werde ich zu den Verlierern gehören. Daraus lernen wir etwas sehr Wichtiges. Und zwar, wir verstehen nicht immer die Weisheit Allahs. Wir verstehen bestimmte Dinge nicht. Wir können bestimmte Dinge einfach nicht nachvollziehen, warum Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Dinge so entschieden hat, wie er sie entschieden hat. Und hier kommt jetzt was? Mein Iman und mein Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala. Dass all das, was Allah ta'ala entscheidet, immer das Richtige ist. Und dass mein Wissen einfach unzureichend ist. Und ich bestimmte Dinge niemals vollständig verstehen kann. Wie auch als kleiner Mensch, der nicht einmal seine Umgebung richtig kennt. Wie soll ich dann die Zusammenhänge des gesamten Universums verstehen? Ich verstehe nicht mal die Zusammenhänge meiner eigenen Familie, teilweise. Ja? Wie soll ich dann bitte schön die Zusammenhänge dieses gesamten Universums verstehen? Das ist unmöglich. Und Allah Ta'ala, er hat uns eine schöne Geschichte gegeben in Surat Al-Kahf, die Geschichte von Musa und Al-Khidr. Wo Allah Ta'ala Musa und somit auch uns gezeigt hat, dass bestimmte Handlungen oder bestimmte Dinge, die Allah Ta'ala bestimmt, in sich gut sind, auch wenn wir das nicht sofort erkennen. Wir verstehen das vielleicht nicht, aber es ist eigentlich in Wirklichkeit gut. Wir wissen nicht, warum Allah Ta'ala bestimmte Dinge so bestimmt hat, wie er sie bestimmt hat. Aber am Ende vertrauen wir Allah, dass darin etwas Gutes liegt. Und Nuh alayhi salam, er hat es akzeptiert und hat Allah subhanahu wa ta'ala gebeten, dass er ihn trotz alledem vergibt. Und jetzt, nachdem das Volk von Nuh alayhi salam vernichtet wurde, wie gesagt, wir wissen nicht, ob es nur das Volk von Nuh alayhi salam war oder ob es die gesamte Welt gewesen war. Beides ist möglich, wir wissen es einfach nicht. Und deswegen überlassen wir das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Eines ist aber sicher, Allah ta'ala wird niemals ein Volk zu Unrecht bestrafen. Ja, das müssen wir einfach verstehen. Allah ta'ala, er wird niemals ein Volk zu Unrecht bestrafen. Und nachdem das geschehen ist, berichtet Allah ta'ala jetzt darüber, was geschehen ist, nachdem die Sintflut beendet war und das Wasser wieder im Erdboden versickert ist. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, وَقِيلَ يَا أَرْضُ بِلَعِي مَاءَكِ.
وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Und es wurde gesagt, O Erde, schlucke dein Wasser, O Himmel, halt ein. Das Wasser nahm ab und die Angelegenheit war entschieden. Es saß auf dem Berg Judi auf und es wurde gesagt, weg mit dem ungerechten Volk. Wo dieser Berg Judi ist und wie genau der Koran diesbezüglich ist, das werden wir inshallah ta'ala dann in der nächsten Woche besprechen. Wir sind ja sehr, sehr interessante auch Aufsätze, die diesbezüglich geschrieben wurden, weil subhanallah, ja, in der Bibel wird von dem Berg Ararat gesprochen, während im Koran von dem Berg Judi gesprochen wird. Aber darauf werden wir inshallah ta'ala dann nächste Woche etwas genauer eingehen. Bi'ithnillahi azza wa jal. Und auch darauf eingehen, was dann geschehen ist nach der Sintflut. Subhanakallahu bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa ladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi. Tawassaw bil sabr.